Willkommen zurück zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game. Auch in dieser Runde habe ich die Armee der Untoten gewählt und trete wie immer, wenn man so die Untoten wählt, gegen eine Armee der Zwerge an, die in diesen sich lange hinziehenden Kämpfen sich gut gegen die Untoten schlagen. Um eine etwas ungewöhnlichere Armeekomposition auszuprobieren, weil Zwerge meistens sehr viele Zwerge mit Great Weapons gegen Graveguard mitnehmen, wenn sie gegen Untote ankämpfen, besteht meine Armee hauptsächlich aus Skelettkriegern, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten davon. Und als Armor-Piercing, also panzerbrechende Einheiten, habe ich nochmal drei Einheiten Crypt Horrors hier in der Mitte und an den jeweiligen Flanken mitgenommen. Als etwas härtere Infanterie ist dann trotzdem noch eine Einheit Sternsman, die niemals fehlen sollte dabei, sowie eine Einheit Graveguard mit Great Weapons. Und da laufen sie auch auf ihren knöchrigen Beinen dahin. Zur Regeneration eine Claw of Nagash, Mortis Engine, die darf eigentlich nie fehlen, sollte man immer mitnehmen oder wenigstens ein Corpse Card zur Regeneration. Und als Lord habe ich mitgebracht Manfred von Karstein mit ein paar Zaubersprüchen sowie eine Einheit Felbats, um ein bisschen Fernkämpfer zu ärgern. Und als weitere Offiziere ist nur noch ein einziger White King dabei, der jetzt hier nach vorne läuft. Mein Gegner hat mitgebracht einmal einen Skyhammer Gyro Bomber, der ist natürlich extrem gut, kann wirklich richtig viel Schaden anrichten. Finde ich eine super Einheit, mag ich auch sehr gern als Zwerge. Drei Einheiten Zwergen Warriors mit Great Weapons, hier nochmal eine und zwei Einheiten normale Zwergenkrieger. Drei Einheiten Crawlers dahinter zum Rüberschießen gegen Mortis Engine und andere große Einheiten. Gute Wahl. Und ein Bolt Thrower. Von dem Bolt Thrower habe ich tatsächlich bisher noch keine so guten Leistungen gesehen. Ich meine, er kostet 500 Goldeinheiten, aber dafür hätte ich ihn wenigstens erwartet, dass er ein bisschen mehr Schaden macht. So macht er eigentlich relativ wenig. Weiterhin ist hier die Grumbling Guard, die Ausdauer der Einheiten immer regeneriert und die Moral erhöht. Und nochmal die Peak Gate Guard, die einfach eine unschlagbare Hammer-Einheit sind dabei. Im Großen und Ganzen denke ich, ist die Armeekomposition sicherlich nicht schlecht. Er kann sich hier auch ohne Probleme einboxen, denn ich habe keine Artillerie, mit denen ich auf ihn schießen kann. Mit meinem Manfred von Karstein auf seinem Zombie-Drachen habe ich kurz mal hier ein Spirit Leech auf den Loomsmith gecastet und obwohl die Zwerge so gut gegen Magie gefeit sind, hat das schon ganz ordentlich Schaden gemacht. Jetzt fliege ich hier hinterher, um den Skyhammer-Torpedo zu beschießen oder zu fangen, der gerade meine Skelettkrieger bombardiert, aber ehrlich gesagt, davon verliere ich halt ein paar Skelettkrieger, das ist mir ehrlich gesagt egal. Das Ding ist so teuer, glaube ich 1600 Gold, dass er ruhig meine billigen Einheiten ein bisschen anschießen kann. Ich habe versucht, ihn abzufangen mit meinem Manfred von Karstein und meinen Felbats, aber er ist tatsächlich relativ schnell mit einer Geschwindigkeit von 90 ist er genauso schnell wie meine Felbats und Manfred von Karstein. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal eine, was habe ich gecastet? Genau, Curse of Years, der 24% Geschwindigkeit abzieht, weil ich mir gehofft habe, ihn so zu fangen. Aber irgendwie fliegen meine Einheiten nur um ihn herum, anstatt ihn richtig anzugreifen, abgesehen von jetzt. Aber so richtig Schaden machen meine Einheiten leider nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Manfred von Karstein nicht wirklich rankommt, weil er von meinen Felbats blockiert wird. Das ist ärgerlich und jetzt bin ich schon wieder in Reichweite seiner Quarrelers und deswegen musste ich mich zurückziehen, weil er sonst diese zwei Einheiten hier gut zerschossen hätte. Und das war es mir dann doch nicht wert, denn Manfred von Karstein ist mit seinen, er kostet glaube ich hier auf diesem Dach an 2400 mit diesen Zusatzpunkten. Also ja, den habe ich lieber hinten gelassen. Und er hat immerhin schon zwei Bomben verschwendet gegen diese billigen Skelettkrieger, weil er, glaube ich, irgendwie nicht meine Sternsmen hier hinten gesehen hat. Mit seinen Bolt Throwers beschießt er schon eine ganze Weile meine Mortis Engine, aber sie machen ehrlich gesagt relativ wenig Schaden an ihn. Und sein weiteren Bombenwurf ist jetzt total daneben gegangen. Und ich beginne meinen Angriff mit einer sehr auseinandergezogenen Formation, weil ich ihn umschließen wollte. In der Vergangenheit, wenn ich gegen Zwerge gekämpft habe, habe ich immer mal wieder den Fehler gemacht, dass ich nicht genug um die Flanken herumgegangen bin. Diesen Fehler wollte ich diesmal auf jeden Fall vermeiden und bin daher noch weitergekommen. Und um seine Fernkämpfe auszuschalten, habe ich jetzt hier mit Manfred von Karstein eine Einheit Skelettkrieger gespawnt. Zombies hätten es wahrscheinlich auch getan. Die werden natürlich locker zerlegt und ich muss sagen, jetzt, wenn ich das so im Replay sehe, sind sie an keiner guten Stelle gespawnt, denn die waren nur in der Lage, diese eine Quarreler-Einheit abzufangen.
Unabhängig davon sind meine Skelettkrieger jetzt im Nahkampf mit den Zwergenkriegern, mit ihren Great Weapons. Und diese Great Weapons bringen gegen die Skelettkrieger herzlich wenig. Bei den Graveguard sieht es allerdings anders aus. Aber die Skelettkrieger sind einfach kaum gepanzert, deswegen ist es nicht so sinnvoll für sie. Dahinter kommen die Armor Piercing Crypt Horrors, die haben allerdings auch keine Rüstung, deswegen habe ich hier eine ganze Reihe seiner Einheiten sehr gut negiert, möchte ich jetzt mal einfach so sagen. Während ich hier mit meinen anderen Einheiten um die Flanke des Gegners rumgehe und mich mit meinem Gravebite einfach in seine Linien einhämmere. Und gegen die Crypt Horrors sehen diese Zwergenkrieger und auch die Dwarf Warriors mit Great Weapons ziemlich alt aus. Muss nur aufpassen, dass seine Corlys nicht in der Lage sind, zu viel Schaden auf meinen großen Einheiten anzurichten. Deswegen habe ich meine Crypt Horrors gleich hier in seine Corlys reingeschickt und sie verursachen, wie erwartet, gigantische Menge an Schaden und Havoc, wie man auf Englisch so schön sagt. Und mittlerweile läuft die Schlacht. Auf dieser einen Flanke regeneriert meine Mortis Engine meine Einheiten, zieht Energie aus seinen Einheiten raus. Ab und zu bringe ich einen Charge in den Rücken seiner Einheiten mit meinem Manfred von Karstein, der nicht nur die Formation hier aufreißt, sondern auch sehr viel Schaden verursacht. Die enge Formation der Zwerge erlaubt dem Zwergenspieler aufgrund seines Runesmiths und seines Thorgrim Grudgebearers eine ganze Reihe von Buffs, aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt hier mit dieser Formation meiner Armee wenig zur Verfügung, das gut darin war, Lords zu töten. Deswegen habe ich mich darauf konzentriert, seine normalen Einheiten auszuschalten. Wir können immer wieder sehen, Buff, Buff, Buff. Und hier kämpft jetzt seine Peak Gate, gerade seine unglaublich teure Einheit, gegen eine relativ günstige Einheit Crypt Horrors. Und im Laufe des Spiels werden diese Crypt Horrors, diese Peak Gate Guard Hammers für eine ganze Weile aufhalten und sehr viel Schaden verursachen. Denn alle ihre Vorteile, die sie haben, Zauber, Magic Attacks und Sundering, bringt ihnen hier bei diesen Crypt Horrors herzlich wenig. Und wir können sehen, wie die dezimiert worden werden, langsam aber sicher. Was ich im Laufe meines Spiels vergessen habe, war, irgendwie hat sie sich nicht mitbewegt bei meiner Formation. Mein White King steht immer noch hier hinten rum und tut gar nichts, was ganz schön blöd war für mich. Ich hätte ihn hier sicherlich gebrauchen können. Ich habe ihn erst im Verlaufe des späteren Spiels reaktiviert, aber besser spät als nie. Jetzt können wir sehen, eine seiner Caller-Einheiten hat er mittlerweile aus dem Nahkampf rausgezogen und deswegen hat er hier das Feuer auf meine Manfred von Karstein, meine Crypt Horrors eröffnet und relativ zügig ist Manfred von Karstein nur noch auf der Hälfte seiner Gesundheit. Thorgrim Grudgebearer ist auch auf dem Weg, die Mortis Engine zu besiegen und seine Heldeneinheiten auch. Zum Glück verlangsamt die gegnerische Einheit und ich habe sie immer wieder ein bisschen durch die Gegend gekitet, damit sie nicht so schnell erledigt wird, denn der konstante Schaden, den die Einheit auf alle diese gegnerischen Einheiten wirkt, ist einfach unbezahlbar. Die Quarlos haben im Nahkampf gegen Manfred von Karstein wenig Chancen, war ein gutes Ziel. Und was mich noch sehr gefreut hat zu dem Zeitpunkt, meine Sternsman Graveguard-Einheit hat dadurch, dass sie im Hintergrund der Skeletteinheiten erst angegriffen hat, noch sehr viel Lebensenergie übrig. Sie ist praktisch bei voller Gesundheit und dabei hat sie schon 36 Kills gesammelt. Aber meine Mortis Engine geht jetzt langsam aber sicher down, wie ihr sehen könnt. Unter dem konzentrierten Angriff des Thanes, des Runesmiths und von Thorgrim Grudgebearer. Trotz all dem ist meine rechte Flanke und das Zentrum ziemlich gewonnen. Meine Einheiten stehen mittlerweile, ohne groß viel zu tun zu haben, noch herum. Die 800 Gold ein Crypt Horrors haben die 1600 Gold Peak Gate Card richtig dezimiert. Da werde ich in Zukunft mehr darauf achten, dass ich Crypt Horrors auf die Peak Gate Guard schicke, denn dass sie so gut gegen die abschneiden, habe ich nicht erwartet. Und endlich sehe ich mal meinen White King da hinten rumstehen und schicke ihn mit in den Kampf gleich hier nachher in diese Quarlos rein. Meine Claw of Nagash habe ich weiter zurückgezogen, damit sie auch irgendwie halbwegs ein bisschen länger überlebt, noch ein bisschen Schaden verursacht, aber ich glaube, jetzt jeden Moment segnet sie das Zeitliche. Jetzt kam noch die Rune of Wrath and Ruin und die Rune of Wrath and Ruin hat sie, glaube ich, jetzt down gekriegt, obwohl die Regenerationsfähigkeit fast am Leben hält, aber ganz reicht es dann doch nicht. Und damit geht sie hoch. Schade, aber sie hat ihren Schaden sicherlich gemacht. Manfred von Karstein haut gleich vier Quoller auf einmal in den Tod. Die gesamte Zwergenarmee ist dezimiert und alles, was noch übrig ist, sind die Heldeneinheiten. Der Skyhammer, Gyro Bomber
und eine extrem dezimierte Einheit Peak Gate Guard. Manfred von Karstadt war extrem beschädigt mittlerweile durch das konstante Feuer seiner Quarters, die ihn immer mal wieder erwischt haben. Ist er mit seiner Gesundheit am Ende, kann auch nicht mehr regenerieren. Deswegen musste ich zu diesem Zeitpunkt sehr vorsichtig mit ihm umgehen und nur noch Kämpfe auswählen, bei denen der Gegner nicht so gut zurückschlagen konnte. Wie zum Beispiel diese Charges hier auf den Thane, der mit den anderen, mit den Graveguard und den Sternsman zum Beispiel beschäftigt ist. Aber jeden Schlag, den er auf Manfred von Karstein durchführt, wäre tödlich gewesen. Aber ich musste trotzdem immer wieder reinkommen, habe jetzt versucht, sein Runesmith zu erledigen, aber damit habe ich mich wirklich in große Gefahr begangen und Manfred von Karstein, der bei 1100 ist, hoffentlich kommt er auch nochmal mit 1100 Lebensenergiepunkten wieder raus. Und nein, hat er nicht geschafft, er hat 100 Lebenspunkte verloren. Das geht sehr schnell bei diesen ganzen Heldeneinheiten, die hier herumlaufen. Mein nächstes Ziel war, diese Peak Gate Guard zum Rückzug zu zwingen. Sie hatten kaum noch Lebensenergie, deswegen hat dieser Charge gleich mal wieder einige von ihnen gekillt. Mittlerweile bei 82 Kills, Manfred von Karstein. Aber gleich wieder ein Gegenangriff durch den Thane kassiert und jetzt wieder runter auf 604 Lebenspunkte. Das wird ein sehr knapper Kampf und vielleicht ist es fast sogar jetzt im Nachhinein gut gewesen, dass der White King vorher keinen Schaden genommen hat. Mittlerweile habe ich auch schon die Potion benutzt, denn gegen die Übermacht der Helden habe ich die relativ schnell gebraucht und er wechselt jetzt gerade seinen Fokus seiner Heldeneinheiten zwischen meinem White King, jedenfalls teilweise, und immer wieder meinem Zombie-Drachen mit Manfred von Karstein drum drauf, der immer wieder reinspringt, um den Runesmith zu erledigen. Ich hätte ihn viel früher erledigen sollen, aber ich war zu sehr damit beschäftigt, irgendwo anders zu micronen, aber wenigstens ist er jetzt tot. Und die letzten übrigen Einheiten sind noch einmal Thorgrim Grudgebearer und der Thane, die sich mit meinen Sternsmen herumschlagen. Die, deren Regenerationsfähigkeit auch immer noch, obwohl sie jetzt schon so dezimiert sind, immer noch bei, na, auf jeden Fall bei Gesundheit hält. Wieder ein Charge-Angriff, Manfred von Karstein. Ich habe wirklich Angst gehabt, dass er jetzt stirbt. Er ist nämlich runter auf 11 Lebenspunkte und ein weiterer Angriff hätte ihn gekillt. Oder wenn der Runesmith da gewesen wäre und nochmal die Rune of Wrath and Ruin gecastet hätte, wäre er auch gestorben. Das war fast schon leicht, also es war sehr leichtsinnig von mir. Und damit habe ich schon oft meine fliegenden Helden in den Tod gejagt, indem ich solche Angriffe wie gerade eben durchgeführt habe. Ich entscheide mich jetzt endlich dazu, mit meinem White King durch seine hohe Mobilität immer wieder Charge-Angriffe zu machen. Habe auch noch Foe-Seeker und diverse andere Buffs zu meiner Verfügung und geht es immer wieder rein und raus aus dieser Formation, um immer wieder meinen Charge-Bonus mit meinem White King zu erhalten. Auf Thorgrim Grudgebearer 814, gleich 400 Lebenspunkte abgezogen und es passiert jetzt immer wieder rein und raus, das schönste Spiel der Welt, könnte man fast sagen. Nur nicht für die Zwerge. Thorgrim Grudgebearer hat nur noch 18 Lebensenergiepunkte und jetzt erleidet ihn genau das Schicksal, das ich vorher fast von Manfred von Karstein erwartet habe. Und die Sternsmen halten immer noch tapfer aus, wenn man von Tapferkeit reden kann, gegen wenn man von Untoten redet. Aber auf jeden Fall kämpfen sie einfach noch weiter und durch ihre Regenerationsfähigkeit crummeln sie einfach nicht so schnell. Sie halten einfach immer weiter durch. Und tatsächlich ist das jetzt diese Art und Weise, wie meine meisten Kämpfe gegen die Zwerge enden. Nämlich einige Heldeneinheiten der Zwerge sind noch am Leben, während von mir ein, zwei mobile Einheiten übrig sind, die durch immer und immer wiederholte Cycle Charges die Zwerge zu Boden zwingen, sodass sie keine Gegenangriffe durchführen können. Und das passiert jetzt einfach die ganze Zeit, während sie sich hier in diesem riesigen Schlachtfeld aus toten Crypt Horrors Zwergen, Graveguard, Skelettkriegern, was eigentlich immer super toll aussieht, muss ich sagen, während dieser Thane die letzte Salbung verabreicht bekommt. Und das spule ich jetzt mal vor. Während wir hier Zwergen-Bowling spielen. Und der Kampf war wahrhaftig ein Ferric Victory. Anders kann man das ganz sicher nicht bezeichnen.
Was war das Ergebnis dieser Schlacht? Von meiner Armee her gesehen haben die Skelettkrieger vergleichsweise wenig Kills zusammenbekommen. War allerdings auch nicht verwunderlich, denn gegen gepanzerte Einheiten sind sie relativ schwach. Gegen Slayer-Sees hätte es sicherlich anders ausgesehen, aber die waren auch mehr oder weniger nur das Fleischschild, das dafür sorgen sollte, dass diese Graveguard und die Sternsmen und vor allem die Cryptors hier, die eine ganze Menge von Kills gesammelt haben, ungestört irgendwie die Flanken angreifen können, immer wieder rein und raus chargen können. Das habe ich zwar jetzt nicht so intensiv gemacht, aber prinzipiell wäre das so gedacht gewesen. Manfred von Karsh hat auch sehr viele Kills gesammelt und die Claw of Nagash hat durch ihren konstanten Buff- und Debuff-Effekt sicherlich ihren Preis reingeholt. Aber jetzt auf der anderen Seite haben auch diese Zwergenkrieger mit Great Weapons, so die normalen, die Zwergenkrieger mit Great Weapons haben relativ wenig Kills gesammelt, gerade wegen ihrem Bonus gegen gepanzerte Einheiten. Das bringt hier nicht so viel, das heißt im Großen und Ganzen haben die weniger Schaden gemacht als sie gegen normale Graveguard verursacht hätten. Peak Gate Guard und Grumbling Guard waren wie erwartet extrem gut. Die Dwarf Warriors haben sich auch deutlich besser geschlagen als die Dwarf Warriors. Wahrscheinlich, weil die halt besser noch besseren normalen Schaden machen. Bolt Thrower war, glaube ich, relativ ohne viel Effekt, wie ich das eigentlich immer gewöhnt bin. Ich glaube, gegen Riesen trifft er zwar besser, aber das Ding macht einfach nicht viel Schaden. Also ich weiß nicht, ich finde, das lohnt sich fast nicht, das mit den Zwergen mitzunehmen. Und Skyhammer Gyro Bomber hat sein Geld auf jeden Fall auch wieder reingekriegt. Ich hatte nicht die Ressourcen, um ihn im Laufe des Kampfes zu verfolgen oder zu beschießen oder zu zerstören. Deswegen habe ich ihn einfach schießen lassen. Ich gehe davon aus, er hat hauptsächlich Skelettkrieger beschossen, aber ganz genau weiß ich es nicht. Unabhängig davon, GG an Kolat Nasefin. Und man sieht sich hoffentlich wieder auf der Ladder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.